Bevor ich jetzt weiter darauf eingehe, mir fällt gerade auf, was im Hintergrund zu sehen ist. Und zwar offensichtlich die Burg von dem bösen Zauberer, wo seine Mutter oben thront. Das ist doch die Burg. Oder sehe ich das falsch? Ich denke doch. Ich sehe vielleicht nicht gefährlich aus, aber manchmal sind die unscheinbaren Menschen die gefährlichsten. Du hast recht. Tatsächlich? Du siehst nicht gefährlich aus. Mal angenommen, ich finde in dieser Einöde einen Krieger. Der könnte dann an eurem Wettkampf teilnehmen? Wenn er eine echte Herausforderung ist, warum nicht? Aber kein Fallobst. Es muss wirklich ein großer Krieger sein. Ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Ja, wir werden den Paladin wahrscheinlich überreden müssen. Warum gibt es immer Ärger mit euch? Ihr entführt harmlose Gnome und greift grundlos die freie Welt an. Es war kein Angriff. Es war eine vorweggenommene Verteidigung der Heimat im Feindesland. Und außerdem, was sollen wir sonst machen? Wir haben die größte Armee der Welt. Niemand anderes steckt so viel Gold ins Militär wie wir. Es wäre doch Irrsinn, all das Gold zu investieren und dann nie einen Krieg zu führen. Geradezu unverantwortlich wäre so etwas. Und dass dieser verdammte Krieg ewig dauern würde, konnten wir schließlich nicht ahnen. Und jetzt steht euch wie der Allianz das Wasser bis zum Hals. Ach, was, alles Propaganda. Hier im Lager warten 1000 kriegshungrige, gut ausgerüstete und motivierte Krieger auf ihren Einsatz. Aber sicher. Ich komme wieder. Ich werde warten. Wer außer mir hat jetzt noch eine kleine Gesellschaftskritik diesem Dialog entnommen? Na, na, wer? Wer außer mir? Ich denke doch, der eine oder andere wird dabei gewesen sein. So, lieber Paladin, ich sag's wie es ist. Wir haben eine Aufgabe für dich. Die Frage ist nur, so unrasiert, Quatsch, so rasiert und pink, werden Hallo, die dich da nicht Prinzessin. reinlassen? Ja. Warum steckt der Zombie-Kopf dort auf der Lanze? Wenn ich ihn auf den Boden legen würde, könnte er nach mir schnappen. Und so ist er auch viel besser zu sehen. Ich meine, warum hast du den armen Zombie überhaupt geköpft? Pah! Zombies! Pah. Ja. Sind ungepflegte, stinkende, unheilige Dinger. Ohne jeden Charme, ohne Schick. Sie dürfen kein Mitleid erwarten. Du bist doch ein Paladin. Ja. So mit Hammer, Schwert und Rüstung. Ja. Kennst du jemanden, der damit umgehen kann? Ein Krieger? Tut mir sehr leid. Mit solchen Barbaren gebe ich mich nicht ab. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie und mich etwas an. Gut, das muss ich muss wohl los. Akzeptieren. Männerkram machen. Sehr gut. So, komme ich unten irgendwie raus? Das ist ja auch ein Weg. Der muss ja auch irgendwo hinführen, aber das tut ihr offensichtlich nicht. Pilze? Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Wieso habe ich das Gefühl, dass diese Pilze eher für Halluzinationen gedacht sind? So, warte mal, hier geht's Richtung Orklager. Paladin betritt die Gruft. Wir hatten doch dort hinten noch irgendwo. Ich meine, ganz dort hinten war auf der Karte irgendwo noch eine Höhle eingezeichnet. Ah, na gut. Na gut, schau mal erstmal. Also wir gehen jetzt nochmal ganz kurz in die Gruft und dann denke ich mal, müssen wir nochmal in das Tipi-Zelt, nehmen die Mörder und die Pilze. Die werden ganz schön irgendwie unterjubeln. Oder vielleicht diesen Zombie hier? Ah, ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ja. Hey, Chef. Ah. Der Lebende. Ja, der Lebende. Die Orks haben aus meinem Freund einen Gewinn bei so einem blöden Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du vielleicht einen Krieger? Mit Kämpferei kenne ich mich nicht aus. Ich war früher ein Gaukler, ein Harlekin. Frag mal Gulliver, der ist viel herumgekommen. Okay. Die Orks haben aus meinem Freund einen Gewinn. Achso, ja. Ja, ist so gut. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Ich hatte was von Spanferkel gelesen, darum dachte ich, drücke ich nochmal drauf. Na gut. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ja, der Lebende. Anscheinend haben die Orks Wilbur zu einem Preis bei einem Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du zufällig einen Krieger?
Einen Krieger, der gegen einen Ork im Kriegerwettkampf antreten würde? Richtig. Und der hier in der Nähe lebt? Nach Möglichkeit. Ach ja, und wenn's geht, sollte er nichts kosten. Aha. So ein gibt es wohl nicht? Wohl nicht. Na gut. Wenn ich keinen Krieger finde, der Wilbo da raushaut, habe ich wenigstens mein Bestes getan. Das war dann halt höhere Gewalt. Du könntest selbst im Wettstreit antreten. Sehe ich aus wie ein Krieger? Soll ich mir ein paar Hanteln schnappen und bis heute Nachmittag meine Oberarme aufpumpen? Meiner Erfahrung nach gibt es zwei Wege, um ein gefürchteter Krieger zu werden. Der erste Weg ist der Weg der Erfahrung, des Talents und der Fähigkeiten. In zahllosen Schlachten musst du Erfahrung sammeln, durch Technik dein Talent herausarbeiten und alle deine Fähigkeiten verbessern. Das wird man bis heute Nachmittag nicht hinkriegen. Du musst das Wesen des Kampfes besser verstehen als alle anderen. Niemals darfst du aufgeben. Jedes Detail muss dir wichtig sein. Dann, nach einer langen und qualvollen Zeit der Erniedrigungen und Niederlagen, wirst du ein akzeptabler Krieger sein. Und der andere Weg? Du brauchst eine unschlagbare Ausrüstung. Wenn deine Waffen und Rüstungen besser sind als die aller anderen, kannst du als Krieger ein Versager sein. Deine Ausrüstung macht die Arbeit für dich. Das könnte etwas für mich sein. Ich besorge mir eine unschlagbare Ausrüstung, rette den Kleinen und bin der Held des Tages. Jetzt frage ich mich nur, wo ich so ein Kriegerset herbekomme. Ich denke mal, hier in der Nähe gibt es ein legendäres Kriegerset. Wie kommst du denn darauf? Och, nur so eine Ahnung. Tatsächlich lässt sich ein mächtiges und berühmtes Set hier in der Nähe finden. Aber woher? Besteht es vielleicht aus mehreren Teilen, die hier überall in der Gegend verstreut sind? Und für jedes Teil muss eine Reihe haarsträubender Aufgaben erledigt werden? In der Tat. Es sind der Helm, der Schild und das Schwert der Macht. Aber wie... Also, was soll ich für dich tun, damit du mir weiterhilfst? Nun, du könntest mir bei meinem Körper helfen. Was fehlt? Ich brauche eine Lunge. Und? Ein Herz. Und als drittes? Muss alles unter Strom gesetzt werden. Ein Blitz, der wird meinem Körper Leben einhauchen. Aha. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir den Aufbewahrungsort des Schwertes der Macht. Und vielleicht wissen die anderen, wo sich der Helm und der Schild befinden. Darauf möchte ich wetten. Irgendwie macht es keinen Spaß, wenn du so bist. Okay. Wo soll ich denn hier ein Herz hernehmen? Du könntest mir deins geben. Super Vorschlag. Nee. Ich versuche nur zu helfen. Wo soll ich denn hier ein Herz... Du könntest mir deins ja, geben. Ja, okay. Ich versuche... Es gab leider keine Alternativantwort. Wofür soll eine Lunge in einer Maschine gut sein? Wozu wohl? Sie versorgt den Körper mit Sauerstoff. Und wozu brauchst du den Sauerstoff? In den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, wird mit Hilfe des Sauerstoffs aus Zucker Energie gewonnen. Die Energie wird für lebenswichtige Organe benötigt, insbesondere fürs Gehirn. Du bist ein Totenkopf. Du hast kein Hirn, du lebst ganz ohne Blut, Sauerstoff und Zucker und all den Kram. In meiner Konstruktionsanleitung steht ganz klar, dass ein Mensch ohne Lungen nicht leben kann. Du meinst die Cornflakes-Packung mit dem Kinderspecial, dein Körper und du, fünf Wege zur richtigen Ernährung? Ich habe nur eine Chance und ich will es richtig machen, also bring mir eine Lunge! Oh, Käse. Wie war nochmal unser Deal? Du besorgst mir eine Lunge und ein Herz für meinen Körper und sorgst dann dafür, dass ein Blitz in die Antenne einschlägt. Dafür verrate ich dir, wo du das Schwert der... Richtig. Und die anderen können dir sagen, wo du den Rest herbekommst. Okay. Ich muss weiter. Atmen, mein Herzschlag... Lass dich nicht aufhalten. So. Okay, was hat er gesagt? Und die anderen können mir sagen, wo ich den Rest herbekomme, ja? Dann hey, Chef! Fangen wir ihn mal. Ah, der Lebende! Weißt du etwas über ein Kriegerset, das hier in der Nähe verborgen sein soll? Ja, schon. Es gehörte einem reisenden Ritter, der vor etwa einem Jahr hier in der Nähe gestorben ist. Und ich weiß auch, wer seinen Helm hat. Wer? Das soll ich gerade dir verraten? Du hast deine Freunde hintergangen. Vielleicht willst du dich mit dem Helm aus dem Staub machen. Ich will Wilbur befreien. Puh, du hast vermutlich noch nie etwas Selbstloses getan. Aber jetzt tue ich es.
Beweise mir, dass du selbstlos handeln kannst. Bringe den Paladin dazu, mir zu verzeihen, damit dieser Balken verschwindet. Das wäre dann aber alles andere als selbstlos von mir. Ich würde dir nur helfen, damit du mir hilfst. Ich wäre bereit, darüber hinwegzusehen. Immerhin geht es hier um deine Charakterbildung. Ja, okay. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende... Ja, das habe ich ja verstanden. So, jetzt wollen wir noch wissen, was die Kleine da unten will. So, Helm, ja? Schwert und was war das andere noch? Schild. Dir ist beim Trauern nicht zufällig ein Kriegerset untergekommen? Ein was? Du weißt schon, Schwert, Schild, Helm. Einen Schild habe ich gesehen. Weißt du, wo er ist? Mein Maximilian hatte auch einen Schild. Einen großen, strahlenden, geschmückt mit den Federn eines... Hallo, beim Thema bleiben. Wo ist der Schild? Warum sollte ich dir helfen? Du bist ungehobelt und grausam. Du machst dich über mein Leid lustig. Aber nein. Solange ich leide, soll auch niemand anderes glücklich sein. Und dein Leid würde nur enden, wenn dein Verlobter sich bei dir meldet? So ist es. So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde, ich muss weiter. Okay. Das heißt, wir müssen für sie im Prinzip praktisch einen Mann wiederfinden. Habe ich das richtig verstanden? So, wie ist das denn hier? Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Schaurig und dennoch ein klein wenig heimelig. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen, wenn weiterhin so viel Wachs abtropft. Bringt uns das irgendwas? Die Kerzen sorgen... Diese hier... Ja? Bringt uns das irgendwas, habe ich gefragt? Ist hier irgendwas... Warte mal, wir haben Faden? Wir haben... Versuch mal mit dem leeren Napf. Okay, das funktioniert nicht. Faden vielleicht? Nein, auch nicht. Okay, so. Naja, gut, dann geht's jetzt weiter. Was? Ach, das Grab haben wir noch nicht betrachtet. Das machen wir noch schnell. Ein Grab? Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. So habe ich das Gefühl, man verrät es. Außen ist nichts Interessantes zu sehen. Und ich werde hier nicht auf Verdacht irgendwelche Gräber öffnen. Oh, sag das nicht. Ein Grab? Davon gibt es hier ein... Ja, okay, alles klar. Gut, werden wir doch rausgehen müssen. Also, wir brauchen eine Lunge und ein Herz. Die Lunge, gehe ich mal davon aus, wird der Blasebalg sein. Aber der Blasebalg, der funktioniert ja nicht, der ist ja kaputt. Das heißt, wir müssen den Blasebalgen reparieren. Mit was reparieren wir den Blasebalg? Ich habe keine Ahnung. Jetzt gehen wir nochmal zu den Typen da oben. Weil ich davon ausgehe, dass wir den Pilz mörsern können. Und natürlich hatte ich Unrecht. Himmelarsch und Zwirn. Nein, auch nicht. Ich höre dich. So. Da ist so ein Paladin und eine arme Seele, der er nicht verzeihen will. Gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, wie man den Paladin dazu zwingen kann? Vergebung sollte vom Herzen kommen und nicht erzwungen werden. Ja, das kriege ich aber auch so schnell nicht hin. Der Paladin ist doof und voll gemein und er isst gerne Rinderhack. Es ist nicht an mir, böse Menschen zu bestrafen. Aber wenn der Paladin nicht einmal zuhört? Mein Freund bereut aufrichtig, was er getan hat. Er will um Vergebung bitten, doch findet kein Gehör. Das ist nicht gut. Jeder verdient eine Chance auf seinen Seelenfrieden. Und der Paladin lässt nicht mit sich reden? Keine Chance. Dann können wir ihn dazu bringen, zuzuhören. Wie? Mit einer Voodoo-Puppe oder sowas? Voodoo? Alles fauler Zauber. Nein.
Ich werde einen Trank des Schlafwandelns brauen. Wenn du als Erster davon trinkst und danach der Paladin, so kannst du seinen Körper für kurze Zeit übernehmen. Du kannst ihn zu deinem Freund laufen lassen und dort soll er sich die Entschuldigung anhören. Klingt wie Voodoo. Es ist kein Voodoo. Für den Trank brauche ich Haare des Paladins, eine Flüssigkeit seines Körpers, etwas von einem seiner Vorfahren und ein Stück seiner Kleidung. Aber ich brauche keine Puppe und keine Nadeln. Schon klar. Und wenn ich die Sachen besorge, brauchst du mir den Trank? So sei es. Wem außer mir ist noch aufgefallen, dass hier oben oder direkt unter dem Balken eine Voodoo-Puppe hängt, die Nadeln im Körper hat? Ich sag ja nur. So. Geht ein Pompom als Stück seiner Kleidung durch? Ein was? So ein Ding hier. So etwas zieht ihr Menschen an? Einige, wenige, fast niemand. Wenn der Paladin das einmal getragen hat, wird es gehen. Aber ich will dieses Ding nicht. Gib mir nur einige Fäden, behalte den Rest. So, also... Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Viel Glück auf deinen Reisen. Möge das Gras zu deinen Hufen immer grün sein. Sehr nett. Ich würde gern die Puppe hier nochmal thematisieren, aber das lassen sie nicht zu. Das ist einfach nur ein Wink mit dem Zaunpfahl. Okay, also wir brauchen... Was brauchen wir? Wir brauchen ein Haar von ihm. Wie kriegen wir denn ein Haar? Also ich denke... Was ich auf jeden Fall mal machen werde, ich lege den Spucknapf jetzt hier hin. Also jetzt ist es ein Spucknapf. Wir brauchten das Haar und irgendwas von seinen Vorfahren.